Eigentlich kann der FFC Frankfurt nach der Winterpause entspannt wieder durchstarten. Ungeschlagener Tabellenführer der Bundesliga im DFB-Pokal im Halbfinale. Erstmals seit der letzten Meisterschaft vor 6 Jahren scheint beim Rekordmeister endlich wieder alles rund zu laufen. Man merkt es ja auch, dass wir als eine sehr, sehr gute Gruppe einfach auch zusammengewachsen sind. Das hat uns ja... Ja, mehr oder weniger die letzte Saison auch gefehlt ein bisschen. Wir waren auch nicht so selbstbewusst oder auch mutig. Und ich glaube, das sind so, oder auch die Laufbereitschaft war nicht so. Aber das hat sich jetzt einfach in der Saison alles geändert. Wir sind als eine wirklich gute Gruppe zusammengewachsen, als ein sehr gutes Team. Das merkt man eben auch. Wir verstehen uns untereinander auch sehr gut. Und das ist meiner Meinung nach auch das Wichtigste, wie eine Mannschaft auch am Ende eben Siege einholen kann, eine Meisterschaft gewinnen kann. Mit 44 Treffern die Torfabrik der Liga, mit nur 8 Gegentreffern die zweitwenigsten kassiert. Die Nummer 1 zwischen den Pfosten, Desiree Schumann, hat ihren Vertrag zudem um 2 Jahre verlängert. Ich hatte in der Hinrunde sicherlich auch durch die verpasste Vorbereitung, durch eine Handverletzung einige Probleme in diese Saison reinzukommen. Zum Ende der Hinrunde habe ich das gut in den Griff bekommen. Ich habe viele Gespräche geführt mit meinem Torwarttrainer, mit meinem Trainer auch und auch mit der Mannschaft natürlich und habe mir dann auch das nötige Selbstbewusstsein geholt, was man auf meiner Position auf jeden Fall braucht. Und ich fühle mich bereit, ich fühle mich gut und ich freue mich jetzt einfach, dass es losgeht. Allerdings hat sich Nationalspielerin Saskia Bartusiak im Trainingslager unglücklich eine Bänderverletzung im Knie zugezogen. Trainer Colin Bell wird seine Abwehr fürs erste Pflichtspiel 2014 umbauen müssen. Fußball ist ein Kampfsport. Wenn man in so eine 50-50-Ball reingeht und kriegt was ab, dann musst du einfach hinnehmen. Das kann immer wieder passieren, aber solche Verletzungen, wenn keiner in der Nähe ist, einfach unglücklich weggerutscht, das ist natürlich auch ärgerlich. Und Saskia fehlt uns natürlich auch sehr. Nun geht es am Samstag am Brentano-Bar zum letzten Spiel der Hinrunde gleich mal gegen Titelverteidiger und Triple-Gewinner Wolfsburg. Im Pokal-Achtelfinale konnten die Frankfurterinnen immerhin schon mal mit 1:0 gewinnen. Wir haben ein super Spiel gemacht im DFB-Pokal. Das war ein sehr intensives Spiel. Und weniger als was wir damals investiert haben, geht am Samstag auf keinen Fall. Wenn wir weniger investieren, dann kann es nur eine Siege geben, das wird dann Wolfsburg sein. Aber wenn wir genauso viel investieren wie in dieses Pokalspiel, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dann können wir auf jeden Fall Wolfsburg schlagen. Und schließlich ging auch das letzte Pflichtspiel 2013 gegen Erzrivalen Potsdam mit 3:0 an Frankfurt. Im April winkt dann auch das Pokal-Halbfinale gegen Zweitligaspitzenreiter SC Sand. Doch erstmal heißt es volle Konzentration auf Wolfsburg.